Jens Ulhofs ist Milcherzeuger auf Föhr mit 180 Kühen und er hat viele muntere Kälber. Herr Ulhofs, liegt das an der frischen Nordseeluft oder woran liegt das? Ja, wahrscheinlich nicht nur, aber unsere Kälber kriegen Vollmilch zweimal am Tag, 2,5 bis 3 Liter. In den ersten 2,5 bis 3 Lebensmonaten rechnen wir so ca. 400 Liter Vollmilch, die wir an die vertränken. Danach sollen sie ihre Energie aus Heu oder Silagen aufnehmen. Und das müssen wir denen beibringen praktisch vom Milchkalb zu einem Wiederkäuer. Und da braucht ein Kalb ungefähr 3 Monate für. Und die ersten 2 Wochen haben wir die Kälber in Einzelhaft. Das machen wir, weil wir Krankheiten besser einsehen können. Danach werden sie so in Gruppen aufgestellt, so 3 bis 5, so wie hier laufen 5. Und in dieser Zeit bleiben sie ungefähr 3 Monate hier. Und die Vollmilch hier bei den Kälbern, das ist ja sozusagen die Kuhmilch, die sie ansonsten melken. Warum kriegen die das nicht direkt von der Kuh? So funktioniert die Milcherzeugung, indem wir die Kuh melken, einen kleinen Teil der Milch ans Kalb abgeben und den größeren Teil der Milch an die Molkerei abliefern. Da lebe ich von. Bei mir hat eine Durchschnittskuh ca. 28 bis 30 Liter übers Jahr gegeben und in der Jugendphase braucht das Kalb eben zweimal am Tag 2,5 bis 3 Liter. Aber die Kuh wird so 300 Tage gemolken. Und dies hier ist sozusagen dann der Kindergarten für die Kälber, kann man so sagen. Das ist der Kindergarten für die Kälber und das ist der Grundstock für unsere Kühe eben. Also wenn wir wollen ja Kühe haben, die gerne 6, 7 Jahre alt werden und da brauchen die eine vernünftige Jugendaufzucht und die versuchen wir hier zu verwirklichen.